Auf dem Rossberg zu Osterfingen gibt es einen neuen Erlebnispfad. Der Weg führt durch den Wald und erinnert an die vergessene Bohnerzgräberzeit. Die Laurence Fehr ist heute für uns auf den Rossberg gegangen und hat den speziellen Pfad genauer unter die Lupe genommen. Vor 200 Jahren haben die Menschen im Kleckau nach Bohnerz gesucht. Mit dem lehmigen Naturmaterial konnte man Eisen herstellen. Auf dem Rossberg erinnert heute noch die tiefe Gräber an die Bohnerzzeit. Mit dem Erlebnispfad will der Verein Wangenthal Naturpur die historische Geschichte des Bohnerz in Erinnerung rufen und die Vielfalt der Natur wieder ein bisschen präsent machen. Man kommt hier auf den Rossberg und geht den Weg durch und staunet dann über die Löcher, wie die entstanden sind, was die Leute vor rund 200 Jahren geleistet haben, mit reiner Handarbeit, mit Pferdefuhrwerk, mit einfachste Mittel, wie die gekrampft haben hier oben und was das bewirkt hat. Wir staunen dann aber auch, was daraus geworden ist. Also die Löcher, die sind jetzt wertvolle kleine Biotope geworden. Auf dem Erlebnispfad weisen viele spannende Tafeln den Weg. Auf diesen Schildern sind viele Tierarten beschrieben, Fotos von Bohnerzgräbern werden gezeigt und man kann in den regenwassergefüllten Bohnerzgräbern nach Kalkwappen Ausschau halten. An diesem Projekt ist 3 Jahre lang gearbeitet worden. Der Adi Stadelmann hofft, dass der Erlebnispfad viele Besucher anzieht. Von jung bis alt. Also wir denken auch, es ist interessant für Schulen, ein Schulreisli hierher machen, für Kindergärten. Generell möchten wir eigentlich Wanderer ansprechen, die da zufällig vorbeikommen, auch, dass sich über die Löcher, die es überall hat, im Klaren werden, woher die kommen. Im Zusammenhang mit dem Erlebnispfad ist zusätzlich ein Kinderbuch auf Bohnerzsuche mit Grumli, Zwiebi und Stups entstanden. Geschrieben hat das Buch Claudia Giesel aus Wilchingen. Die Geschichte erzählt von 3 Zwergli, die jeden Tag in den Rossberg aufsteigen müssen, das Bohnerz abbauen. Man wollte einfach den Kindern ein bisschen beibringen, auf spielerische Art und Weise, wie man früher hier oben geschafft hat. Und es soll ja auch ein bisschen Spass machen zum Lesen. Am 1. Mai findet die Einweihung vom Erlebnispfad und die Vernissage vom Kinderbuch auf dem Rossberg statt. So viele Nachrichten für den heutigen Tag.